Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Manche Leute glauben, wir würden zurzeit in einem Experiment leben. Es ist so eine Art Intelligenztest. Sie sollen erkennen, dass es sich bei der aktuellen Situation um so eine Art Mischung handelt aus Stanford Prison Experiment, Milgram Experiment und Ash Experiment. Ja? Fragen Sie natürlich, was sind denn das für Experimente? Habe ich ja noch nie was von gehört. Doch, doch. Diese Experimente werden doch relativ häufig in der Schule durchgenommen. Schauen Sie sich die Dinger nochmal an, lesen Sie sich durch und dann machen Sie sich Ihre eigenen Gedanken. Denn wenn es wirklich ein Intelligenztest ist, der hier gerade stattfindet, dann wollen Sie ja nicht bei den Doofen sein, nicht? Also, wer in der Lage ist zu lesen, etwas zu verstehen, zu begreifen, der schnappt sich jetzt bitte notfalls Wikipedia, ne? Ansonsten gibt es ja auch viele andere Quellen, zum Thema Stanford Prison Experiment und liest es. Milgram Experiment und liest es. Ash Experiment und liest es. Lässt das mal eine Nacht einwirken und am nächsten Tag können Sie mal überlegen, hat das etwas zu tun mit dieser Situation, in der ich gerade lebe? Hat das vielleicht etwas zu tun mit der Art und Weise, wie sich die Menschen um mich herum benehmen? Hat das etwas zu tun mit der Art und Weise, wie unsere Eliten im Moment mit uns gerade umspringen? Was ist der Sinn des Ganzen, wenn Sie herausfinden sollten, dass da irgendwas drin sein könnte? Die Antwort werde ich Ihnen an dieser Stelle nicht geben, denn jeder, der auf diese Fragen Antworten gibt, setzt sich dem Vorwurf aus, ein Verschwörungstheoretiker zu sein. Jetzt runzeln Sie die Stirn. Man kann sich doch mal mit ein paar Experimenten beschäftigen. Ja, warum tun wir das? Wir tun das, damit genau diese Situation in unserem Leben erkannt werden, von uns selbst. Dazu müssen wir die Experimente kennen, dazu müssen wir uns beobachten, dazu müssen wir die Umgebung beobachten, dazu müssen wir da uns eine Meinung machen und das ist selbstverständlich keine Verschwörungstheorie. Ich kann Sie da wirklich beruhigen. Sie sind kein Verschwörungstheoretiker, wenn Sie sich Gedanken machen über das, was hier gerade abgeht. Alles klar? Also, legen Sie los. Viel Spaß dabei. Tschüss.